Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Rebuild Challenge. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Euch allen einen schönen Sonntag. Heute mit den Spurs. Und zwar ist die Aufgabe, mit Trae Young und Victor Wembanyama einen Titel zu gewinnen. Denn Wemby spielt aktuell wirklich eine überragende Rookie-Season. Aber ein Punkt, über den viel diskutiert wird, die Spurs brauchen einen Point Guard. Und ein Name, der immer wieder fällt, ist Trae Young. Wir wissen nicht, ob die Hawks ihn tatsächlich im Sommer verfügbar machen. Ich bin sowieso super gespannt, wie es bei den Atlanta Hawks weitergeht. Aber wir werden das heute einfach mal ausprobieren. Und ich bin sogar relativ optimistisch, dass es gar nicht so schwierig ist, Trae Young zu bekommen. Und da muss man das Team drumherum wahrscheinlich noch ein bisschen umstrukturieren. Ich werde aber auch vielleicht versuchen, Devin Vassell, Sohan und so weiter und so fort, Keldon Johnson auch erstmal weiterzuentwickeln. Wenn ihr Bock habt, auf meinem anderen Kanal habe ich heute eine Wemby-Analyse rausgeballert, so ein bisschen Deep Dive, warum er auch so gut ist, auch defensiv. Schaut da gerne vorbei und jetzt gehen wir einfach direkt rein mit den Spurs. Kader ist klar, Wemby, Devin Vassell, Keldon Johnson, Trae Jones, Sohan, Collins, Graham. Wir haben auch den ein oder anderen auslaufenden Vertrag. Ich glaube zum Beispiel hier, genau, J.D. Osman. Kann man vielleicht noch irgendwie weiter traden für einen First-Round-Pick. Also wir werden das auf jeden Fall schon irgendwie hinbekommen. Jetzt erstmal die erste Aufgabe, Trae Young zu holen. Wir laden erstmal den Draft-Jahrgang ganz kurz runter und dann werfen wir einen Blick auf die Gehaltsübersicht, damit wir da keinen Fehler machen. Also Keldon Johnson hat einen Vertrag, der in Ordnung ist, fällt auch über die nächsten Jahre. Wemby ist noch in seinem Rookie-Contract. Hier haben wir einen Zweijahresvertrag. Oh, Zach Collins hat einen relativ teuren Vertrag. Den kann man vielleicht auch mit reinwerfen. Hier ein auslaufender Vertrag. Devin Vassell hat seine Extension unterschrieben, die auch knackig ist, aber auch eigentlich kein schlechter Vertrag, weil auch der wieder fällt bis 2027, 28. Also die Spurs machen hier auf jeden Fall gute Arbeit. Sohan, Rookie Contract, also das ist auf jeden Fall alles kein Problem. Wir schauen doch mal ganz kurz, ob wir eventuell was für Chetty bekommen. First Round Pick oder irgendwie sowas. Terrence Mann, Watanabe, Patty Mills. Die Utah Jazz bieten uns einen First Round Pick an. Und selbst wenn das nur der einzige sein sollte, dann nehme ich den auf jeden Fall dankend an. Weil Chetty spielt keine Rolle in meiner Planung hier in dieser Rebuild Challenge. Deswegen erster Move, Chetty. See you later, Alligator. Dann gehen wir direkt rein. Trae Young. Schauen wir erstmal, ob es überhaupt ein Angebot gibt. Ja, gibt es aber für Wemby. Und das machen wir natürlich logischerweise nicht. Ich denke aber, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Also, Devonte Graham ist ein Spieler, den ich nicht mehr brauche. Den kann ich hier gleich mal mit reinballern. Dann ein Pick der Hornets, Lotterie Protected, der aber eine hohe Wertigkeit hat. Dann habe ich noch meinen eigenen Pick, den behalte ich. Top 10 der Bulls. Ich glaube, ich habe auch einen Swap, oder? Genau hier mit den Atlanta Hawks. Wir schauen mal, was sie da antworten. Sie bitten mich, einen wertvollen Aktivposten abzugeben. Was ist denn mit Zach Collins? Da habe ich ja gerade gesagt, der wird relativ teuer. Okay, der hat auf jeden Fall einen hohen Wert für die Hawks. Was passt hier nicht? Zu viele Spieler. So vielleicht? Krass, ich müsste wahrscheinlich noch einen First-Round-Pick mit reinballern. Ihren eigenen? Ihren eigenen. Okay. Also der Pick der Hawks, der ist jetzt auch nicht großartig viel wert. Und damit habe ich die erste Aufgabe schon mal relativ schnell gemeistert. Trae Young, Devin Vassell, Keldon Johnson, Sohan, Wemby, Trae Jones. Wir spielen eine sehr, sehr große Rotation. Also auch wenn das die Spurs sind, würde ich jetzt behaupten, so krass muss es dann auch nicht sein. Ansonsten würde ich mir jetzt, glaube ich, erstmal ganz gerne anschauen, wie die erste Saison dann einfach mal läuft mit Trae Young und Wemby. Nicht, dass wir jetzt plötzlich schon, keine Ahnung, eine Winning-Season spielen, was ich jetzt persönlich nicht glaube. Ja, okay, es läuft doch besser, als ich dachte. Und deswegen mache ich die Rotation jetzt doch noch mal wieder einen Ticken größer. Ich halte mal kurz die Simulation an und mache hier doch Banktiefe 11 und mache die Banknutzung dann doch auch noch mal ein klein wenig hoch, damit wir jetzt hier doch nicht zu viele Spiele gewinnen. Ich habe übrigens gerade noch Kelly Olynyk geholt, weil ich musste meinen Kader auffüllen, damit wir wieder mindestens 14 Spieler im Kader haben. So, jetzt hoffe ich, dass wir nochmal, weil wir dürfen nicht vergessen, der kommende NBA-Draft ist für uns auf jeden Fall nicht unwichtig. Es sind ein paar interessante Spieler mit dabei.
Und wir wissen natürlich nicht, wie sich Devin Vassell, wie sich Keldon Johnson, Sohan und so weiter entwickeln. Ich würde sie natürlich gerne behalten. Das wäre natürlich die geilste Geschichte, einfach zu sagen, Trae Young, Victor Wembanyama als unser Star-Duo und dann drumherum einfach geile Rollenspieler. Aber ich weiß es nicht, das wird wahrscheinlich am Ende nicht funktionieren. Okay, jetzt sieht das Ganze schon besser aus. Wir werfen ganz kurz einen Blick auf die Statistiken, weil mich das schon interessiert, was Trae Young und Bambi so in Kombination machen. Also Trae kommt auf 22,8 Punkte, 8,7 Assists, 0,9 Steals, gute Quoten aus dem Feld, höchstwahrscheinlich auch 45,3%. Okay, Bambi mit einem starken Double-Double, 2,7 Blocks, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Devin Vassell 16,3 Punkte, Keldon Johnson 17,4 Punkte. Ja, also das passt. Mit den Playoffs werden wir nichts zu tun haben, da können wir jetzt dann relativ schnell durchgehen. Wir schauen uns kurz die Awards an. Und dann ist die Frage, was machen wir im NBA-Draft? Gehen wir für so einen Spieler wie Topic, dass wir von der Bank einen elitären Point Guard haben, auch mit Größe? Gehen wir für jemanden wie Stephon Castle? Gehen wir für Ron Holland? Also, da muss ich mir jetzt gleich mal kurz Gedanken machen. Rookie of the Year ist Bambi. Depoy ist Bambi. Paul Reed ist der MIP. Luca ist der Clutch Player of the Year. Und JB Bickerstaff ist der Coach of the Year. Hat Bambi in irgendein All-NBA-Team geschafft? Nee, hat er nicht. Aber ins All-Defensive-First-Team hat das geschafft. Immerhin. Gut. Playoff simulieren. Zack, zack, schnell durch. Gewinnen die... James Harden ist der Western Conference Finals MVP. Donovan Mitchell auf der anderen Seite. Runde simulieren und die Clippers gewinnen den Titel. Und Paul George mit Finals MVP. Geile Geschichte. Spielerrücktritt. Muss ich da irgendwas... Ja, Russ. Also komm, ein Jahr geht da schon noch. Kyle Lowry geht auch noch ein Jahr. Al Horford, 38. Komm, also... Das neue 40 ist das neue 20, Leute. Da geht schon noch ein bisschen was. Kevin Love. Könnte ich mir vielleicht sogar als Mentor holen für Bambi? Vielleicht sogar gar nicht uneigennützig, dass ich hier einschreite. So, jetzt Draft-Lotterie. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, 13,3, dass wir da ein bisschen Glück haben. Und wir haben kein Glück und wir rutschen ab auf die 6. Das ist suboptimal. Blazers, Grizzlies, Pistons. Blazers. Okay, das heißt, ich muss in die Trade-Verhandlungen, weil der 6. Pick, da werde ich halt kein Hall of Fame-Talent mehr bekommen. Deshalb gehen wir hier mal kurz rein. Blazers waren es, gell? Ja, hier. Ja, als wenn ich euch Wemby geben würde, ey. Okay, Trade vorschlagen. Wir basteln es schnell selber zusammen. Zack. So, dann hier einmal. Zweimal. Ich glaube, das wird auch gar nicht so schwierig. Wie viele Second-Round-Picks habe ich eigentlich, bitte? Dann hier noch der Pick der Hawks. Das reicht doch schon, oder? Naja, das reicht leider nicht. Das reicht auch nicht. Verdammt. Ich habe gedacht, ich kann die irgendwie mit Second-Round-Picks vielleicht absolvieren, aber die sind nicht blöd. Der Pick der Celtics, der juckt ja niemanden. Perfekt. Okay. 2028er Pick der Celtics, also da kriegst du vielleicht einen Apfel und ein Ei. Talent wählen. Gut. Alexander Sarr, das wäre natürlich auch geil, einfach mal zu sagen, wir machen einen Frontcourt... Wir machen einen Frontcourt aus Alexander Sarr und Wemby. I never did that. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe Alexander Sarr noch nie geholt. Point Guard. Ich weiß halt nicht, wie sich Sohan entwickelt. Ey, ich habe da einfach Bock drauf. Ich mache das jetzt. Vor allen Dingen auch noch die France Connection. Alexander Sarr ist, glaube ich, auch aus Frankreich, wenn ich mich nicht täusche. Und hat 6 Badges. Also, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, ob ich da einen Fehler gemacht habe oder nicht. Kriegt natürlich auch gleich einen relativ fetten Vertrag. Sohan, Branham, Wesley. Überall das Qualifying Offer. Nee, sorry, das war die Timo und Blair Option. Mein Fehler.
Brauche ich alle. Nee, brauche ich alle vier tatsächlich wirklich nicht. Gut, muss ich hier irgendwas machen? Bird Rides? Also LeBron James noch irgendwie schnell dazu holen? Nee, ich habe natürlich nicht genügend Capspace frei. Es war bloß Spaß. Dinwiddie. Aber ich habe ja gerade gesagt, was war mit Kevin Love hier? Den vielleicht als Mentor mitnehmen für Wemby. Und wenn es bloß ein bisschen um so Green Machine, Claymore, solche Sachen geht. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Jo. Passt. Ricky Rubio. Ah, Damian Lee. Rocco. Daniel Theis. Ja. Da ist jetzt nicht mehr allzu viel los, ehrlich gesagt. Ich bin ja schon oben voll. Ich muss gar nichts mehr machen. Habe ich gerade eben Gott sei Dank noch rechtzeitig gesehen, dass ich schon so viele Spieler am Start habe. Eingeschränkter Free Agent. Ich habe euch gar kein Qualifying Offer angeboten. Ich habe das gerade bei jedem abgelehnt. Jetzt habe ich zu viele Spieler im Team. Wemby geht um 4 Punkte hoch. Devin Vassell geht um 5 Punkte hoch. Sohan geht um 4 Punkte hoch, aber keine Badges nach wie vor. Deswegen auch Alexander Sarr. Ich glaube, ich werde gleich von Anfang an ihn in die Starting 5 reinholen. Probiere ich einfach mal aus. Ja, jetzt kommt die Meldung, ich habe zu viele Spieler. 100%. Wir laden den Draft-Jahrgang nochmal runter. Weil wir wissen nicht, wie die Saison verläuft. Vielleicht müssen wir nochmal picken. Und ich habe ja auch meinen eigenen Pick behalten. Alexander Sarr. Muss ich aber eigentlich schon auf die 4 packen. Ich will Wemby auf der 5 spielen, noch nicht auf der 4. Ja, doch, ich packe ihn auf die 4. Muss ich gleich vielleicht die Position verändern. Okay, Draft-Jahrgang runtergeladen. Und jetzt, ja, ich habe 17 Spieler. Toll. Nicht mein Fehler. Was mache ich jetzt mit den ganzen Gurken hier? Kisoko, gibt mir irgendjemand einen Second-Round-Pick oder sowas. Die Pelicans geben mir einen First-Round-Pick, aber ich bekomme halt Spieler zurück. Oh Gott, ey. Ah, hier, von den Warriors, Top 3 Protected und eine Trade-Accept. Tschüss und auf Wiedersehen. Gute Reise, guten Flug, viel Spaß in San Francisco. Und dann muss ich noch einen Spieler weiter bekommen. Und dann sind wir. Barlow, komm. Dann sind wir auch schon durch. Auch wenn ich das jetzt gar nicht auf meinem Zettel hatte, dass ich mich hier irgendwie drum kümmern muss. Ich darf keinen Spieler zurückbekommen. Das ist das Problem. Oder nur einen Spieler zurückbekommen und Amir Coffey. Ah. Ich schau mal durch, ob vielleicht irgendjemand so blöd ist und einen First-Round-Pick anbietet. Ja, es ist ein First-Round-Pick, es ist ein Swap. Oh, der ist von den Denver Nuggets Top 5 protected. Okay, dann machen wir das. Und dann sind wir durch. Ja, genau. Okay, dann rein hier. Ich habe es gerade schon gesagt, Alexander Sarr will ich eigentlich hier an der Seite von Wemby. Sohan kommt dann von der Bank. Ansonsten lasse ich alles erstmal so. Ich mache noch Kevin Love als Mentor für Wemby und dann gehen wir einfach durch die Saison durch. Also, glaube ich, will mir das Ganze einfach nochmal anschauen, wie sich alle entwickeln und dann werde ich irgendwelche Moves machen, je nachdem, wie es auch läuft. Kevin Love hier, genau. Also, Claymore, Green Machine und was gar nicht, Backdown Punisher? Ja. Gut. Ich glaube, es wird nochmal eine Tanking-Season, denke ich. Also, Tanking-Season ist es keine, es ist eine, ja, sogar relativ gute Saison. Wir schauen auf die Stats von Wemby, Trae Young, Alexander Sarr und so weiter und so fort. 21,8 Punkte, 9 Dimes, dann hier ein starkes Double-Double, 2,6 Blocks, 1,9 Blocks auch von Alexander Sarr. Rebound-technisch müssten wir da jetzt eigentlich auch fast jeden Gegner dominieren. Devin Vassell 19 Punkte, Keldon Johnson und Sohan, die beiden, die machen mir wirklich, bereiten mir Kopf zu brechen, weil die haben einfach zu wenig Badges. So gerne ich die mitziehen würde, um den Titel zu gewinnen, ich glaube, ich muss beide abgeben, damit ich wirklich eine Chance habe. Aber ja, jetzt spielen wir erstmal die Saison zu Ende, also um den Titel spielen wir jetzt auf gar keinen Fall mit, selbst wenn wir im Frontcourt da jetzt sicherlich ganz gut aufgestellt sind. Jokic MVP, Bronny James, Rookie of the Year,
Paul Reed, Sixth Man of the Year, Wemby, Depoy, like always. Jackson Davis, MIP, DeJounte Murray, Clutch Player of the Year und Doc Rivers ist der Coach of the Year bei den Milwaukee Bucks. Okay, gut. Wir müssen ran gegen die Thunder. Also wir haben uns im Play-In durchgesetzt, sehe ich gerade eben. Ja, dann denke ich, gewinnen wir nicht. Oh Gott, wir kriegen einen Sweep. Okay, geile Geschichte. Playoffs simulieren. Oh, jetzt bin ich gespannt. Die Bucks gegen die Thunder. Und es gewinnt OKC. Das ist einfach Wahnsinn. Dieses Team ist in 2K eine absolute Macht. Dann gehen wir wieder rein in die Draft-Lotterie. Wir haben zwar jetzt hier keine große Chance auf einen hohen Pick, aber was sind wir denn überhaupt? Hier an der 20. Okay, wir haben den 20. Pick. Mache ich damit irgendwas? Ich bin am Überlegen, ob ich diesen Pick verwende. Dass ich quasi... Weil ich glaube einfach nicht an Keldon Johnson. Und ich glaube auch nicht an Sohan. Und stellt euch mal vor, wir hätten jemanden wie Mikal Bridges noch in unserem Team. Bird Rights habe ich auch noch. Hätte ich, wenn ich ihn hole. Das ist sogar easy und locker machbar. Pass mal auf. Keldon Johnson, wo bist du? Zack. Einmal. Zweimal. Sorry, das ist einfach ein Geschenk. Wenn man das nicht mitnimmt, dann wäre man auch einfach dumm. Der NBA Draft spielt dann für uns auch keine Rolle. 21 pickst du niemanden, der dich irgendwie zum Titel führt. Team und Player Option. Jupp. Das passt. Qualifying Offer. Ja, natürlich wieder ihr beide. Ja, obwohl ich gesagt habe vorhin, vielleicht muss ich das auch irgendwie immer erneuern. Oder ich weiß es auch nicht. Bird Rights. Trey Jones könnte ich verlängern, möchte aber viel zu viel Geld. Ist ja irre. Nee, das mache ich nicht. Gibt es irgendjemand anders, den ich mitnehmen kann? Cason Wallace ist auf dem Markt. Hä? Echt jetzt? Und ich kann dem sogar ein Angebot machen und der stimmt zu. Das ist gerade, das habe ich noch nie gesehen. Also ich nehme Cason Wallace sehr, sehr gerne mit. Freunde, das ist ein saugeiler Spieler. Agbaji, Jan Air, hier, gibt's da... Nee. Power-Forward-Position ist wirklich ein schwieriges Thema. Könntest du vielleicht nochmal Robert Covington mitnehmen oder... Jay Crowder, weil ich Rocco einfach gefühlt in jeder Rebuild-Challenge immer mit dabei habe. Und dann sind wir auch hier durch und wahrscheinlich die Qualifying Offers werden jetzt trotzdem wieder angenommen, oder? Ich check's nicht. Also ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Ich deaktiviere es ja. Oder außer ich habe irgendwie... Ein Sehfehler. Wemby geht um 4 Punkte hoch. Devin Vassell geht um 3 Punkte hoch. Trae Young bleibt. Alexander Sarr geht um 7 Punkte hoch. Mikal Bridges habe ich gerade eben geholt. Sohan entwickelt sich zumindest nochmal einen kleinen Ticken weiter. Cason Wallace habe ich gerade eben gefühlt geschenkt bekommen. Ne, ich bin zufrieden. Das sieht alles tippitoppi aus bis jetzt. Ob das dann für den Titel reicht, ist wieder ein anderes Thema. Ja, so ganz perfekt läuft es ehrlicherweise noch nicht. Ich glaube... Eventuell brauche ich noch einen anderen Spieler an der Seite von Trae Young anstelle von Devin Vassell. Und vielleicht muss ich auch doch schauen, dass ich Alexander Sarr von der Bank bringe. Weil eigentlich, also es ist ein Starting 5 Center, der müsste eigentlich jede gegnerische Bench zerstören. Da muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich da jetzt weiter vorgehe. Wir schauen, ob wir hier die erste Runde überstehen gegen die Warriors. 4-0. Also ein Sweep ist schon sehr, sehr krass. Also wenn man sich auch anschaut, was für ein Team ich da mittlerweile hinstelle, dann passt wirklich gar nichts. Also wenn du in der ersten Runde ein 4-0 kassierst von den Warriors, die Pistons gewinnen den Titel und Luka wird trotzdem Finals MVP. So, Coach. Und dann Gedanken machen, wie es weitergeht.
Weil so aktuell bin ich gerade weit davon entfernt, den Titel zu gewinnen. Sehr weit. Personalverpflichtung. Hoffentlich kommt irgendjemand auf den Markt, der was kann. Ciao. Nick Nurse. Klingt eigentlich ganz gut, oder? Nick Nurse würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Quinn Snyder würde ich auch nehmen. Ist mir auch egal, Hauptsache irgendjemand, der ein bisschen was drauf hat. Ja, und hier können wir von mir aus auch Angebot abgeben. Wir können ja mal schauen, wer geblockt. Quinn Snyder. Okay. Neuer Headcoach, Thema abgehakt. NBA Draft. Wir schauen mal kurz rein, ob ich, was habe ich da für einen, oh Gott, lauter Second, als wenn ich jetzt hier, ja, weg damit, keine Zeit, keine Lust, kein Interesse. Team und Player Option, das ist klar, dass wir da bei jedem mitgehen. Qualifying Offer machen wir auch und dann gehen wir rein ins Moratorium. Mikal Bridges, ja, den muss ich jetzt natürlich verlängern, logischerweise. Alles andere ergibt keinen Sinn. Bei Sohan kann ich mir mal anschauen, wie da die Angebote sind. Bei den könnte ich dann natürlich tatsächlich eventuell auch weiter traden, je nachdem. Der will halt 40 Millionen, also das kannst du einfach nicht bringen. Das ist einfach viel zu viel Geld. Und dann kriegst du ihn auch so generell nicht weiter. Wir schauen kurz auf die Power. Lou Dort, okay, ist auch spannend. Von der Bank möglicherweise. Okay, Lou Dort. Eingetütet. Gabe Vincent, Branham. Fontecchio. Pat Connaughton. Auf der Power-Forward-Position. Es ist wirklich, also Free Agency ist schon immer sehr, sehr dünn besetzt. Aber auch der möchte 28 Millionen. Also die Gehaltsvorstellungen sind jenseits von Gut und Böse. Caldwell Pope. Oh, da unten, ne? Den nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit. Und ansonsten alles andere. Wir schauen mal, ob die anderen Jungs noch ein Angebot bekommen. Ich bezweifle es sehr, sehr stark. Weil als ob jemand Sohan 40 Millionen US-Dollar anbietet. Jupp, 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 jupp. Spielerentwicklung, Wemby geht hoch auf eine 98, Devin Vassell geht hoch auf eine 91 und Alexander Sarr bleibt stehen. Oh no. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Da keine Entwicklung zu sehen, das ist bitter. Ja, da muss ich leider sein, da muss ich leider weiter traden. Ich ändere mal wieder seine Position auf Center. Das ist bitter, Freunde. Ja, ich muss jetzt was machen. Also, ich brauche einen besseren Vierer. Ich muss Alexander Sarr weiterbekommen. Ich muss irgendwelche Moves machen. Evan Mobley. Scotty Barnes. Pascal Siakam. Jabari Smith Jr. Ja, Tatum an der Seite von Wemby wäre natürlich ein Traum, aber absolut unrealistisch. Kawhi Leonard mittlerweile auch ordentlich abgebaut. Cooper Flagg. Cooper Flagg ist halt ein Power Forward. Dass ich da vielleicht sage, okay, ich ändere nochmal den Fahrplan. Und Cooper Flagg ist unantastbar. Ich habe jetzt gerade eben mal das Unantastbar bei Cooper Flagg rausgemacht, damit ich eine Möglichkeit habe, hier für ihn zu gehen. Ich packe Sohan rein. Dann Branham. Der hat 3 Sterne. Okay. Dann brauche ich hier noch was, um auszugleichen. Das sieht schon mal gut aus. Picks. Also ich habe hier den der Denver Nuggets. Top 5 protected. Oh, ich habe gar nicht mehr so viele Picks. Ich habe noch meinen eigenen.
Damn it. Ich dachte, ich habe viel mehr Picks noch am Start. Da habe ich mich gerade aber mal richtig getäuscht. Ich muss schauen, dass ich irgendwie noch ein paar First-Round-Picks an den Start bekomme. Irgendwie in Kombination vielleicht mit diesen ganzen Second-Round-Picks. Hier von Philly ein First-Round-Pick. Dann hier von den Heat, der wäre sogar ohne Protection. Oh, Bogdan. Ja, okay. Erster Move schon mal eingetütet. Dann machen wir direkt weiter. Ich muss diese ganzen Second-Round-Picks jetzt irgendwie umwandeln in First-Round-Picks. Auch hier wieder das Angebot der Sixers. Dann hier das Lotterie-Protected. Die Miami Heat geben wieder das gleiche Angebot ab. Die Orlando Magic, der ist allerdings geschützt. Ja. Okay, sehr, sehr viele Protected Picks. Dann gehe ich mit dem der Miami Heat. Der ist zumindest ohne Protection. Und dann der letzte Move. Ups, jetzt habe ich mich verklickt. Dass ich da vielleicht auch nochmal einen First-Round-Pick rausbekomme. Im Optimalfall auch ohne Protection. Ja, hier von den Mavs. Gut, okay, zumindest das habe ich hinbekommen. Ob das jetzt reicht, um Cooper Flagg zu bekommen, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Durch diesen Trade würden die Spurs bla 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 bla. Bogdanovic vielleicht? Habe ich Branham gerade eben mit abgegeben? Ich weiß es gar nicht. Nee, habe ich nicht. Okay. Dann bleiben wir wieder bei der gleichen Kombination, die wir gerade vorhin auch schon hatten. Und ballern jetzt hier unseren eigenen First-Round-Pick mit rein. Den der Nuggets. Den der Heat. Das wird nicht reichen. Verdammt. Boah, es ist gerade bitter. Okay, ich habe noch eine Möglichkeit. Und das ist halt Alexander Sarr. Das muss ich machen. Tut zwar weh. Und da muss ich sogar auch noch oben drauf bezahlen. Ich raste aus, ey. Ey, jetzt. Freunde der Sonne. Ey, das kannst du mir gerade nicht erzählen. Ich krieg Cooper Flagg nicht mal für Alexander Sarr und 4 First-Round-Picks. Wie krass ist das gerade, bitte? Ich hänge komplett in einer Sackgasse fest. Und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ey, ich kann jetzt nur weitermachen, das hoffen, dass Alexander Sarr sich irgendwie nochmal entwickelt. Amen Thompson. Das wäre sogar vielleicht noch eine Möglichkeit zu sagen, wie viele Badges hat der? 21. Ich bin so verzweifelt, ich mach das. Also Alexander Sarr war auf jeden Fall, es war ein Fehler. So, okay. Ich habe nach wie vor hier Devin Vassell, ich weiß nicht, wie passt das nebeneinander? Ich weiß es nicht. Und Sohan auf der 4 ist auch auf jeden Fall ein Thema. Aber ich kann gerade eben nichts machen, weil mir sind die Hände gebunden, Leute. Die Power Forwards verdienen einfach alle so absurd viel. Ich hab Jabari Smith Jr. Ja, aber der hat auch nur 9 Badges. Dann kann ich auch Sohan behalten. Ich bin gerade richtig am Sack. Okay, aber es gab zumindest jetzt durch diesen Trade einen kleinen Turnaround. Also wir stehen jetzt bei 29-17. Das sieht ein bisschen besser aus. Auch wenn nach wie vor nicht perfekt wird uns hier gerade Devin Booker angeboten. Okay, das ist krass. Ja, ich meine, ich verliere Mikal Bridges. Ich bekomme aber Devin Booker mit dazu. Oh mein Gott. Wie schnell kriegst du nochmal die Hände an so einen Spieler wie Devin Booker? Auf der anderen Seite
schwächt es mich wahrscheinlich defensiv. Und es schwächt mich auch in der Tiefe. Es ist Devin Booker, es tut mir leid. Ich glaube, die Leute würden sagen, ob ich komplett geistig verwirrt bin, wenn ich das nicht mache. Devin Vassell rutscht auf die 3. Da kann man jetzt dann auch gleich noch überlegen, ob man da vielleicht irgendwie einen anderen Typen holt. Aber in dem Moment musst du das einfach machen. Also, ich war gerade selber einfach komplett geschockt, als ich Devin Booker gelesen habe. Wen könnte ich auf... Mikal Bridges, okay. Ist eigentlich in der Theorie immer ein geiler Spieler. Meistens funktioniert er aber in 2K nicht so, wie man sich das vorstellt. Und ich habe gerade das Gefühl, wir gewinnen gerade ein Spiel nach dem anderen, seit ich Devin Booker geholt habe. Ja. Es sieht nicht schlecht aus, Freunde. Ja, jetzt verliere ich mal wieder eins gegen die Warriors. Ich weiß nicht, kann ich mit irgendjemandem verlängern? Hat Booker... habe ich da die Bird Rides? Ja, habe ich. Okay. Ansonsten passt alles. Gut, wen könnte man auf der 3 noch holen? Ich meine, so Amen Thompson, Azar Thompson auf der 3, das sind eigentlich schon Spieler, die ich mag. Weil jetzt, du brauchst auf der 3 kein Scoring mehr. Du hast Trae Young, du hast Devin Booker und du hast Wemby. Du brauchst Defense, du brauchst Perimeter-Defense. Du hast halt leider keinen Point-of-Attack-Defender, der so wirklich die Rolle übernehmen kann. Mit Trae Young auf der 1 ist auch generell immer schwierig, auch gegen so Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry und so weiter und so fort. Aber jetzt komm. Wir schauen erstmal, wie weit wir in den Playoffs kommen. Ich will einmal ganz kurz reinschauen, was Devin Booker für Zahlen auflegt. 24,6 Punkte. Ja, also okay, das merkt man dann schon eindeutig, dass hier nochmal ein Topscorer mit dazu kam. Und wir holen am Ende auch 53 Siege. Und Wemby wird MVP. Okay, wird auch Depoy, Chad Holmgren, wird MIP, Edwards, Mark Dagnold ist der Coach of the Year. Das wäre halt schon geil, wenn wir jetzt zumindest mal eine Playoff-Runde irgendwie überstehen könnten. Da wäre ich irgendwie schon mal ganz dankbar für. Oh, der hat gerade eben Lu Dort reingeholt, habe ich gesehen, in die Starting Five. Wir fliegen wieder in der ersten Runde raus. Ich krieg's nicht hin, Leute. Ich krieg es einfach nicht hin mit den Spurs. Franz Wagner bei den Utah Jazz wird Finals MVP. Das Spiel rastet komplett aus. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Ach Gott. Ja, so hier Draft Picks. Irgendwo sind wir da irgendwo mit dabei. Ja, an der 19 über die Denver Nuggets. Und auch nochmal am Ende waren wir auch nochmal mit am Start. Gut, was mache ich damit? Die Picks, die bringen mir nichts, ehrlich gesagt. Was könnte ich hier machen auf der 3? Und auf der 4. Ich brauche auf der 4 auch nach wie vor einen anderen Spieler. Und ich habe vergessen, dass Sohan einen Qualifying Offer angenommen hat und jetzt verliere ich ihn eigentlich ohne Gegenwert. Ganz ehrlich, ich glaube, die Challenge, die kann ich in die Tonne hauen. Tyrese Maxey, Malik Monk für Devin Vassell, Jared Allen Okoro, Josh Giddey, Zubats, Jaren Jackson Jr. Ist aber ein Center. Kann ich aber eventuell auch auf die 4 stellen. DeJounte Murray Okongwu. Da hätte ich zumindest nochmal die. Das ist auch geil. Ich hole mir einfach den Backcourt der Atlanta Hawks. Und Jekka von der Bank wäre auch nicht schlecht. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch noch Devin Booker. Devin Booker spielt ja auch gerade eben auf der 2. Ich brauche ja, wenn dann eigentlich. Ey Leute, ihr merkt, ich bin gerade eben komplett verzweifelt. Larry Markkanen. Jalen Duren. Ich kriege auf jeden Fall gute Angebote. Paolo Banchero an der Seite von Wemby. Das mache ich jetzt einfach. Ist mir scheißegal. Kann eh alles nur in die Hose gehen. Ich sehe schon, die Challenge am Ende wird ohne Erfolg. Weiß nicht, wie ich das Team gerade eben, ohne dass ich jetzt alles komplett über den Haufen werfe,
wie ich das noch irgendwie retten soll. Qualifying Offer hier und da. Ja, natürlich. Moratorium. Ja, Bambi. 5-Jahres-Vertrag. Trae Young. 5-Jahres-Vertrag. Sohan möchte einfach... Okay, wir ziehen gleich. Es ist dann nur ein 3-Jahres-Vertrag, der sogar billiger ist. Okay, das ist sogar gut für uns. Ich nehm keinen von denen mit für das Geld, weil das einfach nur dumm ist. Dann nehme ich wirklich jemanden mit, der mir was bringt. Josh Green, Diallo, Ball Ball, PJ Washington. Ja, wenn halt auch wirklich jemand auf dem Markt wäre, der dir wirklich was bringt. Brandon Clark kann man definitiv mal eintüten. Auf der Point Guard Position. Vielleicht noch ein Monte Morris, der zumindest vom Skillset her passt. Oh, wobei, Moment. Von der Kohle her, nein, ablehnen. Erstmal Trae Young und Wemby verlängern und dann so Spieler wie Brandon Clark und Monte Morris, nicht, dass die am Ende kommen. Ich habe nicht genügend Geld frei für Wemby oder so. Alvarado nehme ich mit. Jonathan Isaac nehme ich mit. Und Brandon Clark nehme ich mit. Das sind die drei Spieler, die ich gerne hätte. Und es klappt auch. Spielerentwicklung, Wemby 98, Paolo Banchero 89. Ich bete gerade irgendwie, dass dieses Team jetzt so funktioniert. Dass es irgendwie klappt, dass Paolo Banchero an der Seite von Wemby der richtige Spieler ist, dass Lu Dort auf der 3 uns ein bisschen defensiv stabilisieren kann. Trae Young, Devin Booker, Lu Dort, Paolo Banchero, Wemby, Cason Wallace, Gary Trent Jr., Brandon Clark. Mit dem Team gewinnst du doch keinen Blumentopf, ganz ehrlich. Keinen Blumentopf. Ich versuche jetzt gerade nochmal einen Verzweiflungsmove und zwar für Ron Holland, Gary Trent Jr. und 4 First-Round-Picks. Und sie machen's. Also, Ron Holland in der Starting 5, Lu Dort von der Bank, Brandon Clark, Cason Wallace. Komplett insane. Bitte, Jungs. Ich brauch den Titel, weil ansonsten ich verzweifle. Ich habe noch nicht mal die erste Runde überstanden mit diesem Team. Das kann doch echt nicht sein. Freunde, endlich. Es sieht endlich mal gut aus. 39 Siege, 12 Niederlagen. Und ich hoffe, es geht so weiter. Und selbst wenn die Wahrscheinlichkeit ist einfach so gering, wenn du die erste Runde noch nicht mal überstanden hast, dass du dann plötzlich direkt in die Finals gehst und den Titel gewinnst. Ich meine, du hast ja auch die Mavs, du hast OKC, also das sind wirklich starke Teams. Wir schauen mal rein von der Offense her. Wir stellen die beste Offense der Liga und wir stellen von der Defense her, das ist halt wahrscheinlich auch wegen unserem Backcourt, wegen Trae Young und Devin Booker, bist du da einfach nicht besser als hier Top 10. Und ob das dann in den Playoffs reicht, I doubt it, Leute. Vertragsverlängerung. Ja, weiß ich nicht. Kann ich mit irgendjemandem verlängern? Falls ja, würde ich es gerne tun. Nee. Und Devin Booker will die Free Agency ausprobieren. Den muss ich natürlich dann auch auf jeden Fall verlängern. Aber das macht nichts, weil der hat schon einen relativ fetten Vertrag. Also vom Cap Space her macht das keinen Unterschied. Also, das wird auf jeden Fall die erfolgreichste Saison bisher mit den San Antonio Spurs. Jetzt ist nur die Frage, ob wir auch in den Playoffs endlich mal weit kommen können oder sogar den Titel gewinnen können. Das wäre natürlich das absolute Optimum. Wir holen über 60 Siege. Ja. Also ich denke mal, Wemby wird dann auch wieder der MVP. Jo. Ist er auch wieder? Dann Coleman, Walter, Wemby ist auch wieder der Depoy, wie immer. Also da ändert sich eigentlich nichts. So, jetzt erste Runde. Wir müssen ran gegen die Pelicans. Ey, wenn wir das jetzt nicht überstehen, dann flippe ich wirklich aus. Jordan Hawkins, Isaiah Evans, Brandon Ingram, Zion Williamson und Daniel Gafford.
4:1. So, jetzt kommt gleich die fette Hürde mit den Thunder. Mit SGA, Grady Dick, OG Anunoby, Cooper Flagg und Chet Holmgren. Und SGA wird unseren Backcourt halt einfach auseinandernehmen. Ja, Mann, wir setzen uns... Ja, komm schon. Boom. Let's go. Alter. Ich habe uns schon draußen gesehen. Isaiah Collier, Dylan Harper, Cam Whitmore, Terry Eason und Şengün gegen die Houston Rockets. Boah, das ist ein brutales Team. Leco mio. Aber ich glaube, wir können es schaffen. Bitte, Jungs, bitte. 1:0 für die Rockets. 2:0. Ja, okay. Let's go home. 3:1. 3:2. Wir sind raus. Mann, Alter, was ist denn das? Ey, ich krieg die Spurs nicht mal in die Finals. Leute. Das ist unglaublich. Ja, diese ganzen Picks, was will ich damit, ey? Ah. Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Ich bin gerade wirklich kurz davor, aufzugeben. Oh Mann, Freunde. Ja, Devin Booker verlängern. Ron Holland. Muss ich natürlich auch verlängern. Cason Wallace werde ich verlieren. Oh. Mache ich noch weiter oder höre ich auf? 40 Millionen, was sind das auch für Gehaltsvorstellungen? Das bietet dir kein Mensch an. Richard Montemorris. Nehme ich Montemorris mit, weil ich brauche ja irgendwie einen Ersatz für Cason Wallace. So, dann nehme ich nochmal Tease mit. Und Caris LeVert. Freunde, ich mache es jetzt kurz. Es ist einfach die letzte Saison, wo ich es jetzt einfach noch probieren werde. Weil ich kann halt leider ich kann die Point Guard Position nicht verändern. Ich will nicht sagen, dass es nur daran liegt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, mit einem anderen Point Guard hätte ich wahrscheinlich, hätte ich einfach eine bessere Perimeter Defense. So, Spielerentwicklung. Ja, gehen alle nochmal einen kleinen Ticken hoch. Ron Holland entwickelt sich auch nicht weiter. Let's go! Ich werde auch nicht großartig irgendwas ändern, weil ich glaube, es gibt nichts, was man großartig verändern kann, damit dieses Team dann plötzlich dasteht und man sagt, okay, wir sind jetzt hier Contender Number One. Ich meine, ich habe Trae Young, Devin Booker, Ron Holland, Paolo Banchero, Wemby, Lou Dort, Matisse, LeVert. Vielleicht brauche ich noch jemanden von der Bank, der ein bisschen Größe mitbringt. Ja, okay, das sehe ich vielleicht noch ein, dass man da vielleicht sagt, man schaut nochmal, ob man jemanden bekommt, der im Optimalfall jetzt auch kein Vermögen verdient. James Wiseman, Bobby Portis ist auf dem Markt, möchte aber wahrscheinlich ein halbes Vermögen, wie auch wie immer. Nas Reed. Ja, da ich ja Matisse Thybulle geholt habe, trade ich jetzt Lou Dort für Jakob Poeltl. Dann habe ich noch jemanden, der ein bisschen Defense mitbringt und Rebounding und gute Screens. Und mit dem Team gehe ich jetzt, wer ist denn jetzt? Randy Pope. Are you kidding me? Okay, wir sind doch noch nicht fertig, weil 2K sich jetzt denkt, die müssen jetzt noch irgendwie einen Spieler hier reinstellen. Caris LeVert, dachte ich eigentlich, übernimmt diese Rolle. Wir schauen, ob wir jemanden bekommen, der nicht allzu groß verdient. Quickly ist leider zu teuer. Cason Wallace hat tatsächlich einen Vertrag von den Warriors bekommen. Anthony Black ist auf dem Markt, Bufkin ist auf dem Markt. Ja, weil jeder,
einfach ein halbes Vermögen möchte. So, ich hole mir jetzt noch Fred Van Vliet und dann ist es durch. Natürlich auch ein Elite-Verteidiger. Ey, also der Typ. Wir gewinnen niemals. Ich leg mich hier fest, wir gewinnen niemals den Titel mit diesem Team. Aber egal, wir simulieren durch. Ich sag euch ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich solche Probleme habe, dass das Ganze überhaupt so lange dauert und dass ich am Ende hier komplett ohne Erfolg rausgehe. Ich weiß nicht, ob man neben Trae Young und Wemby einfach nur ein komplettes Defense-Lineup hätte hinstellen sollen, also dass man wirklich auf der 2, 3 und auf der 4 einfach nur auf Defense geht. Das wäre jetzt vielleicht, wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen würde, wäre das vielleicht ein Ansatz, den ich probieren würde. Aber ansonsten, ja. Also, wir holen wieder einigermaßen gute Siege und Wemby wird auch wieder, es ist auch egal, weil die Playoffs sind ja das, was zählt. Und da kacken wir halt regelmäßig ab. Wir müssen ran gegen die Timberwolves mit Edwards, Towns, Garuba, McDaniels, Greg Porter Jr. Ja, und da ist es auch besser so. Es ist auch besser so. Also, die Challenge ist gescheitert und zwar so krass, dass ich echt überlege, ob ich die ganze Scheiße hier überhaupt hochladen soll. Ah, okay, sie gewinnt wieder den Titel. Also, mit Trae Young und Wemby gewinnt man keinen Titel. Also ich zumindest nicht. Wenn ihr es geschafft habt, dann schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie sah euer Team aus. Das würde mich mal wirklich interessieren. Vor allem, wen hattet ihr auf der 2 an der Seite von Trae Young? Ansonsten, ja, irgendwie nicht die Challenge, die ich euch liefern möchte. Es ist kein Problem, wenn man scheitert, aber irgendwie so komplett ohne Erfolg und nicht einmal in die NBA Finals gekommen zu sein, das ist schon sehr, sehr bitter. Aber naja, ich habe jetzt 1,5 Stunden aufgenommen. Ich baller das Ding trotzdem für euch raus. Danke fürs Reingucken. Ich wünsche euch trotz allem einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.